Okay, guten Morgen miteinander. Ich bin Aurelia Möri vom Rangerdienst. Merci vielmals, seid ihr alle gekommen. Jetzt geht es um die Einteilung. Das ist immer ein bisschen chaotisch, aber es kommt gut. Wer hat das Boot? Wer sind die Bootsführer hier? Hallo! Ich habe an der Regio-Zeitung davon gelesen, dass man sich anmelden kann. Und dann ja, habe ich unbedingt auch einmal teilnehmen. Ja, ich wohne selber in Pfäffiken. Ich gehe auch gerne schwimmen, auch mit dem Hund. Und dann ist es mir auch wichtig, dass ich einen sauberen See vorfinde. Ja, im Schilf habe ich die Flasche gefunden. Zuerst habe ich gemeint, das sei eine normale Glasflasche, aber ich habe dann gelesen, dass da ein Zettel drin ist, wo Post draufsteht. Genau. Darum ist das sicher eine Flaschenpost. Ja, stimmt. Das ist dann das nächste Problem. Da steht drauf, es freut mich, dass du diesen Zettel gefunden hast. Bitte rettet die Natur. Liebe Grüße, die Schreiberin Svenja. Warum braucht es ein E-Boot? Ja, weil der Druck auf den See extrem zunimmt durch Besucher. Es sind extrem viele Besucher da und die hinterlässt natürlich auch ihre Spuren. Und ihre Spuren in Form von Müll, von Abfall, von Resten, die sie da lassen. Es wird grilliert, es wird gesinnelt. Die Fischer, Silch und aufgrund von all diesen Besuchern braucht es unbedingt auch einen Seeputzer. Weil wie man sieht, haben wir mehr als genug können daraus herausholen. Und es ist noch lange nicht alles. Also wir haben jetzt ganz viele verschiedene Sparten. Wir haben Kinder dabei, wir haben Erwachsene dabei, wir haben die Seerettung, die dabei war. Vom Fischereiverein hat es Leute gehabt. Also es sind wirklich alle willkommen, die etwas für den See machen wollen und für einen sauberen See sich einsetzen wollen. Wir unterstützen vor allem mit dem Motorboot die weiteren Strecken, die viel mühsamer sind zum Rudern. Wir überbrücken mit dem Motorboot. So, dass man auch schnell zum Beispiel auf Seegräben kommt, zum Material retourholen, Tauchüberwachungen, ja, so alles, was weitere Distanzen sind. Ja, das Highlight war sicher, dass wir ein altes Ölfass rausziehen aus dem Naturschutzgebiet, also ganz wirklich im gesperrten Gebiet. Das ist natürlich auch für uns ein Highlight, dass wir da den See wieder sauber haben. Ich glaube, das spricht für sich, wir waren erfolgreich. Wir haben wieder einen schönen geputzten See, ist für uns alle cool. Jetzt sind wir ja gestartet vorher in Ausliken. Wie ist das dort abgelaufen und hat man dort schon auch so Berge von Abfall können sammeln? Ja, wir sind am 9. Uhr haben wir gestartet. Das waren ca. 35 Leute vor Ort, also eine gute Truppe. Wir sind mit vier Booten und vier Gruppen an Land unterwegs gsi. Es sind ungefähr, also der Haufen ist kleiner, ein bisschen kleiner, was eigentlich ein gutes Zeichen ist. Und wir sind mit echt so 10, 12 Säcken Ausbeute und noch ein paar so Rohr und kaputte Fäumer und so, das waren so die Highlights gsi. Ja. Ich glaube, es ist einiges zusammengekommen an Abfall. Das heisst, wir konnten ein bisschen etwas können bewirken. Und ja, es wäre nicht möglich gewesen ohne all die freiwilligen HelferInnen, die heute sind gekommen, aufgestanden sind, trotz dem Wetter. Sie kann helfen. Für mich ist wichtig, dass die Menschen merken, dass wir ohne Natur nicht leben können.